Ja, hallo und guten Abend. Herzlich willkommen zu einem weiteren Livestream. Das erste Mal auf Twitch, weil wir die Qualität doch ein bisschen besser finden und die Aufzeichnung sich auch besser runterladen lassen als bei DLive. Ja, heute ein wunderbarer Tag für mich, denn ich habe einen Gast heute, den ich mir schon lange gewünscht habe im Kulturstudio und den ich auch euch gleich nicht vorenthalten möchte und ihn gleich vorstellen möchte. Herzlich willkommen im Kulturstudio, lieber Xavier Naidu. Wunderschönen Abend, lieber Michael. Ja, also, ja, wir sind heute mal ein bisschen früher auch auf Sendung, 19 Uhr sozusagen. Ja, Xeva, lass uns keine Zeit verlieren, lass uns gleich ins Gespräch gehen. Ja, meine erste Frage, die ich an dich habe, wäre, du hast ja nun in den letzten Monaten auch mit vielen Statements und Videos geglänzt, aus meiner Sicht. Ja, es ging auch durch alle Medien. Wie haben das deine Fans aufgenommen? Wie haben die reagiert? Gab es da Ablehnung oder gab es da viel Zuspruch? Was war da so der Tenor? Ich kann es dir nicht sagen. So, ich hatte in der Lockdown-Zeit über den Fan-Kanal, den ich da entdeckt habe bei Telegram, Kontakt zu vielen, die mich seit Jahren verfolgen. Also auch da habe ich dann auch Freunde aus früheren Tagen und so über Telegram getroffen. Aber ich habe mich ja komplett abgekapselt eigentlich. Und was die Fans gedacht haben oder so, das wusste ich nicht. Es war nicht so wichtig für mich, ehrlich gesagt. Ich dachte, jetzt ist irgendwie so eine andere Zeit. Jetzt bin ich gerade nicht mehr irgendwie Popstar, das gefällt mir sowieso nicht, aber sagen wir es jetzt mal so, aber das war mir alles für die Zeit, das musste man alles mal ausklammern, weißt du, so, ob ich jetzt Fans verliere, ich habe mit dem ganzen Ding sowieso abgeschlossen. Ich habe einfach, mir war klar, wenn ich dieses Album bringe, dann ist in dem Deutschland, in dem wir derzeit leben, ist erstmal zappenduster und es ist dann auch okay, ich orientiere mich dann um, kein Problem. Also es war die bewusste Entscheidung, okay, jetzt ist es an der Zeit, mal das Statement rauszuhauen und aber auch mit der Gewissheit, dass damit natürlich dann auch das öffentliche Leben oder dass du damit zum Boomern wirst und von der Presse natürlich runtergeschrieben wirst etc. Ja, was hat dich denn angetrieben? Also was ist generell dein Antrieb? Was ist deine Intention? Warum war dir das wichtig, auch das jetzt gerade rauszubringen? Ehrlich gesagt, es gibt keine Intentionen von mir. Es sind immer wieder die Songs. Ja, entweder gibt es mich so als Bürger, der irgendwo in Erscheinung tritt, zum Beispiel damals 2014, da am Reichstag, da gehe ich ja nicht als Sänger Xavier Naidu hin, sondern da war ich ein interessierter Bürger, der natürlich auch vorher durch eine eigentliche Bürgeraktion, die ich da gemacht habe bei mir in Ornheim auf dem Parkplatz, da wurde ich ja dann in die Ecke der Montagsdemos geschoben und so, da ging das ja alles so los. Und man sieht mich als Bürger, der ich nicht mittlerweile nicht mehr sein will, weil ich nicht mehr bürge. Damals sah ich das so. Es gab eigentlich einige Auftritte, die ich niemals als der Xavier Naidu aus dem Fernsehen gemacht habe, sondern eigentlich immer nur als interessierter Mensch, der gewisse Dinge einfach wissen wollte. Und ich war da privat. Ich war da ganz alleine, da war niemand dabei. Ich hatte auch nicht meine Maschinerie. Ich könnte ja Kameras und was weiß ich alles mitnehmen, aber habe ich alles nicht. Habe ich auch nie gepostet, nie auf Facebook, nie auch irgendwas. War alles immer komplett ohne all das. Ich habe da meine Kanäle nie genutzt, als ich mal beim Rüdiger Hoffmann oder bei der anderen Demo war, da habe ich ja nie, das habe ich ja nie anders groß gemacht jetzt mit den Kanälen, die ich hätte, sondern es war einfach dort einmal und dann hat die Presse das daraus gemacht, was sie gemacht hat. Also, ich tue meine Konzerte ja auch nicht benutzen, um irgendwelche politischen oder meine Überzeugungen ansonsten, sondern es sind immer die Songs. Und die Songs waren es auch dieses Mal. Die Songs, die ich geschrieben habe in den letzten Jahren, auch unter dem Eindruck von, was in Chemnitz passiert ist, unter dem Eindruck, dass die Deutschen in ihrem eigenen Land nichts mehr wert sind, für mich völlig inakzeptabel, unter dem Aspekt, dass ich ein Patriot bin, ein Mannheimer, ja, also vielleicht Deutsch dann, aber erstmal Mannheimer, ganz klar. Und das sind die Dinge, die mich antreiben. Dadurch, dass ich mit meinem Beruf natürlich Stoßzeiten habe, wo ich sehr gefordert bin, aber dann kann ich mich viel mehr um Dinge kümmern als vielleicht viele andere. Ich kann mich viel intensiver in der Recherche begeben, ich kann an Orte reisen, ich kann
kann mir Zeit lassen. Ja, manchmal fühle ich mich, als könnte ich viel bessere Arbeit leisten für mich selbst als irgendwelche Journalisten oder so. Und Okay. dann grabe ich mich in so ein Thema ein, egal wie lange es dauert, und dann habe ich meine Erkenntnis. Und wenn es 10 Jahre dauert, und somit landet natürlich immer wieder einiges von dieser Erkenntnis in den Songs. Jetzt kommen wir wieder zurück zum Ausgangspunkt. Landet in den Songs, ich sammle diese Songs und ich merke ja anhand der Texte, die dann passieren, wenn ich die Beats höre. Auch die Texte, ich gehe nicht ins Studio und sage, heute schreibe ich das, heute schreibe ich das, sondern der jeweilige Beat, das jeweilige Musikstück holt dies oder das Thema aus mir heraus. So, nun hatte ich jetzt schon seit bestimmt 2011 Songs im Gepäck, wo ich sage, okay, wenn ich die rausbringe, ist vorbei. Ja? Und dann habe ich die halt mal gesammelt und habe gewartet, bis der Moment richtig ist. Normalerweise wäre dieser Moment gewesen, bevor ich bei DSDS angefangen habe. War so in meinem Kopf. Dann habe ich aber sozusagen dieses Angebot bekommen und habe dann gedacht, es könnte ja vielleicht ganz dienlich sein, nochmal so einer breiten Masse sich präsentieren zu können. Einfach nur innerhalb der Show, nicht mit irgendwelchen Thesen oder mit irgendwelchen Sachen. Einfach nur, um vielleicht nochmal in andere Wohnzimmer vorzubringen. Und ja, so kam es dann auch. Und dass ich danach, nach dieser DSDS-Zeit, dieses Album bringen würde, war mir klar. Und dass danach wohl auch dann diese ganze TV-Sache und alles andere erstmal beendet ist, das war mir dann auch klar. Du bist da, wie gesagt, jemand, der sich da wirklich selbst mit ins Zeug legt, also sich selber, also auf Eigenverantwortung auch Wert legt und sich auch selber informiert, wie du ja gerade gesagt hast. Allerdings frage ich mich, warum positionieren sich so wenige andere Künstler in der heutigen Zeit? Also gerade die, die ja auch, sag ich mal, in vielen Songs von ihnen die Freiheit und Gerechtigkeit besungen haben. Also wo sind die heute? Beziehungsweise warum hört man heute nichts von ihnen? Was meinst du? Hast du da eine Idee, warum eigentlich so wenige dort eher im System mitschwimmen, anstatt jetzt also diese ja zu Himmel schreienden Ungerechtigkeiten, die jetzt auch gerade durch diese Corona-Geschichte passiert, dort einfach ja ignorieren oder nicht wahrnehmen wollen? Oder warum sie dazu kein Statement abgeben, kein vernünftiges? Ich denke, um in dieser Zeit den medialen Tod zu sterben, musst du dich darauf vorbereitet haben. Und zwar richtig lange und eingehend und mit allen Konsequenzen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass viele meiner Kollegen das wirklich gemacht haben. Viele sind ja auch wirklich wohlhabend und müssen sich ja nicht wirklich einen Kopf machen. Aber ich persönlich fühle mich immer noch wie der 21-jährige Revoluzer, der nie vergessen hatte, was er wirklich auf dem Herzen trägt. Und das habe ich nie aus den Augen verloren. Und ich wusste immer, ich werde immer mich auf diese Zeit vorbereiten, wo ich persönlich, anhand dessen, was ich sage, ich wusste nicht, dass es zu der Zeit ist, wo alles sozusagen an die Oberfläche gespült wird. Dass wir uns eben alle jetzt hier an dieser Front treffen, alle, die sozusagen die Augen auf hatten, dass wir uns. Ich wusste aber, dass ich irgendwann clashen werde mit dem System. Und darauf habe ich mich natürlich vorbereitet. Vielleicht schon 20, 25, nicht 20, 25, vielleicht 15, 20 Jahre schon irgendwie. Und ich denke, wenn du das nicht getan hast, dann weißt du nie, wann der richtige Zeitpunkt ist, abzuspringen und deine Karriere zu riskieren. Wann ist es richtig? Du hast ja dann auch viele Leute. Wie willst du es lösen? Ist ein richtig schweres Ding, weil du verlierst alles und jeden. Und die meisten Künstler sind nicht so unabhängig wie jetzt vielleicht ich oder noch ein paar andere. So unabhängig sind die wenigsten. Ist denn, trifft Ich habe es das? auch nie erwartet von einem anderen. Ich habe es immer nur von mir erwartet, weil ich wusste, ich kann es mir leisten. Ich kann es mir erlauben. Ich habe auch den Mindset. Und ich gehe auch aufs. Ich bin ansonsten nicht so ein, wie soll ich sagen, so ein Querulant oder so ein Provokateur. Aber wenn es um die Gerechtigkeit geht und um die Wahrheit, dann gehe ich eigentlich, würde ich mein Leben lassen dafür, bevor ich irgendwie meinem Sohn irgendwann in 20 Jahren in die Augen gucken muss und sage, ja, ich habe einen Schwanz reingezogen. Okay, also klasse. Wie sieht das denn aus da mit deiner Trennung von den Söhnen Mannheims? Haben die sich jetzt so komplett auch von dir distanziert oder gibt es da trotzdem immer noch Freundschaften, zu dem einen oder anderen? Ja, das hat sich jetzt extrem runtergedampft, aber es ist auch nicht, das ist mir alles nicht wichtig, ob da jetzt, wie die Leute das, es geht tatsächlich eher darum, wie sehen Sie es in ein paar Wochen, Monaten oder so? Jetzt
was soll ich aber? Ich habe ja schon lange gesehen, dass vielen es unangenehm ist, was da passiert. Obwohl mir immer klar war, dass es da hingeht und es war auch in unseren Texten immer klar. Aber ich denke, es ist dann nochmal was anderes, es wirklich zu erleben, diesen Clash, als nur davon zu singen. Das sind natürlich zwei Paar Schuhe. Genau, da wollte ich nämlich drauf hinaus. Es gab ja dieses Lied Freiheit, auch von den Söhnen Mannheims. Und ich sag mal, da habt ihr ja eigentlich auch Position bezogen. Aber jetzt, wo die Freiheit irgendwie in Gefahr ist, hört man dann halt leider nichts mehr von den Söhnen, dass sie sich dann ich auch zu denke, dem. Ja, ich denke schon, dass die Jungs das weiter im Auge haben. Aber auch da wieder, ich habe das ja auch nicht erwartet, dass da irgendwie die Leute jubeln oder schreien, aber diese Musik haben wir eben immer gemacht. Es ist ja nicht so, dass das was Neues ist. Wir hatten ja schon noch krassere Texte als das, was jetzt auf Mannheim war oder so. Mhm. Mhm. Und von dem her ist es, glaube ich, auch die meisten anderen Musiker, die können sich das ja so in dem Sinn, die haben ja noch andere Verpflichtungen. Ja, manche sind Dozenten, manche sind Professoren hier und da. Also die Maschinerie des sozialen Drucks und dieser ganzen, der Cancel Culture, der man da ausgesetzt wird. Das wollte ich ja auch, will ich ja auch niemandem antun, ehrlich gesagt. Also, das muss ja nicht sein. Also, da bist du auch du musst da schon deinen eigenen Weg finden. Da bist du auch absolut verständnisvoll und sagst, okay, ich kann das verstehen, dass du bis zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht noch nicht die Farbe bekannt hast, aber du hast das Vertrauen auch, dass die Leute vielleicht ab einem gewissen Punkt dann auch sagen, so bis hierher, aber dann ist die rote Linie überschritten und dann werden sie vielleicht auch Flagge bekennen. Also du wirfst das jetzt auch keinem vor, dass er, Gott hat jedem den freien Willen gegeben letztendlich, ja, also er kann da selbst absolut entscheiden. Nee, also ich warte auf niemanden, das ist ja schon immer meine Devise, ich warte auf gar niemanden, ich habe mein eigenes Timing. Wenn Leute sich begeistern lassen davon, ist gut. Wenn ich was vorleben kann und Leute das schätzen, ist gut. Aber ich warte auf niemanden. Perfekt, sehr schön. Immer wieder hast du ja auch in deinen Texten als Solokünstler natürlich auch über den Glauben gesungen, über Gott gesungen. Ja, warum ist es dir denn eigentlich wichtig, den Glauben zu transportieren? Und ja, in deinen Songs. Also warum ist es dir so wichtig? Weil ich ganz früh schon eine Verbindung zu Gott aufbauen konnte und ich mich dem verpflichtet fühle. Also ich kann nicht über Dinge, die mir nahestehen, schreiben. Auch das ganze erste Album ist ja eigentlich davon geprägt, wie ich mit meinem Glauben ringe, mit der katholischen Kirche ringe. Ja, mit dem Glauben der katholischen Kirche, mit der Indoktrination der katholischen Kirche, mit den Dogmen der katholischen Kirche. Es mir selbst vor Augen führe und dadurch versuche vielleicht die Codes auch zu brechen oder den Bann zu brechen. Das höre ich da sehr stark raus aus meinem ersten Album. Und auch generell, also meine ganze Seelenmusik, Soulmusik, musste natürlich mit meiner Seele gefüllt sein oder mit dem, was ich im Innersten trage. Und da waren natürlich sehr, sehr lange diese Themen für mich sehr wichtig. Und die kamen eben immer durch Musik und Text ans Tageslicht und da war ich nie scheu, da hatte ich nie Angst, das zu veröffentlichen und wenn es noch so tief geht. Weil ich muss es ja bis an mein Lebensende singen und ich muss es ja auch fühlen, weißt du, das war mir immer wichtig. Ist klar, ja. Aber die katholische Kirche an sich hast du praktisch auch in dieser Aufarbeitungszeit dann hinter dir gelassen. Also du hast gebrochen mit der katholischen Kirche oder bist du noch in der katholischen Kirche? Ich bin ja noch katholisch, also ich habe ja noch die Mitgliedschaft. Aha. Aber ich habe da sozusagen meine eigenen Gründe. Ich habe immer schon gesagt, ich bin der Letzte, mach dann den Laden zu und schmeiß den Schlüssel weg. Okay, das hat dann nichts mit der Überzeugung zu tun, dass du alles toll findest, was die machen. Also man kann den Kampf nicht wirklich aufnehmen gegen die katholische Kirche, wenn man nicht selbst im Verein ist. Also das ist okay. Ganz wichtig. Und inwiefern bist du denn da aktiv, dass du sagst, du nimmst den... Überhaupt nicht. Ich zahle nur diese elenden Dinger. Ich bin halt einer, der noch zahlt, verstehst du? Ich meine, die haben schon von mir richtig viel Kohle bekommen und die werden mit mir noch richtig viel Stress haben. Okay. Deswegen. Also da können wir noch was erwarten, sozusagen. Auf jeden Fall. Vielleicht kriegst du es mit, vielleicht kriegst du es nicht mit, aber... Ich hatte schon immer das Bedürfnis, da, wie soll ich mal sagen, vorstellig zu werden. Vielleicht habe ich das schon gemacht. Ihr werdet es einfach. Okay, es bleibt spannend. Ja, wie gesagt, ich bin auch Christ und
Eine zentrale Figur ist ja auch Jesus Christus und ich wollte dich einfach fragen, wer oder was ist Jesus Christus für dich? Ja, da kommst du gerade richtig. Da bin ich gerade in so einer Phase seit 2 Jahren. Ich hatte ja jetzt auch die letzten Tage immer wieder Posts. Auch der Endzeitreporter MCM, der kritisiert mich ja, oder wir spielen uns da die Bälle zu, sage ich mal. Ich bin ja, man kann sagen, ich bin Christ, man kann auch sagen, ich bin durch Jesus zu Gott gekommen. All diese Dinge, aber ich hatte immer, also ich hatte nie das Gefühl, oder ich konnte nie zu Jesus beten. Ich konnte nie, ich hatte nie irgendwas mit im Namen von Jesus. Das habe ich alles nie machen können. Für mich war, ist Jesus ein Homie oder sowas und kein Gott. Das war also diese, mit der Dreifaltigkeit habe ich immer gerungen. Ich habe immer diese, und jetzt muss ich natürlich sagen, wo ich mich sehr intensiv damit befasse, finde ich im Alten Testament einfach keine Hinweise auf Jesus, außer bei Jesaja. Und bei Jesaja geht es auch nicht auf. Also Jesaja beschreibt nicht Jesus, meiner Meinung nach. Ich will niemanden auf die Füße treten. Ich bin immer noch einer, der sagen kann, die Christen sind Brüder und Schwestern von mir, aber wir müssen reden. Wir müssen reden. Ist es Götzenkult, was wir betreiben? Wenn der Vater sagt, es gibt keinen neben ihm, keinen Gott neben ihm, keinen hinter ihm, keinen vor ihm, wo ist Platz für Jesus, wo ist Platz für den Heiligen Geist? Das sind drei Gottheiten. Also, Ja, also ja, sorry. ist natürlich wirklich ein sehr, sehr heikles Thema, weil die Trinität oder die Dreifaltigkeit sind ja halt die Grunddogmen auch vieler, vieler christlicher Religionen. Ich sag mal, dass es kein Hinweis auf Jesus Christus gab, das sehe ich jetzt nicht so, aber natürlich, ich hatte gestern gerade ein interessantes sachliches Streitgespräch mit einem guten Freund, der halt ja auch diese Trinität eher, sag ich mal, bevorzugt, aber es ist halt ja ein wissenschaftlich-theologisches Thema, aber ich sehe das halt genauso, dass es eine Hierarchie gibt, es gibt halt nur einen Gott und das ist halt der JHWH, also Yahuwah oder wie man Yahweh, wie man ihn ausspricht, halt Ja, Unterschied, ne? Yahuwah eigentlich ausgesprochen im Original. Und er hat seinen Sohn im Himmel gezeugt, also ist das für mich eine weitere Entität, ja, und der Heilige Geist, wie gesagt, wenn man sich auf diesen Vers dann, auf den sich ja die Trinitarier in dem Sinne berufen, auch, dass dort was von steht von Vater, Sohn, Heiliger Geist, der ist ja nachweislich auch verändert worden, wo man in alten Übersetzungen halt findet, Wasser, Blut und Geist, ja, also das einfach was anderes also darstellt, eigentlich ne? geht es, meiner Meinung nach ist die Septuagint ist das Buch, in dem wo die Übersetzungen sozusagen umgeändert wurden. So, da bin ich sozusagen der Meinung, dass die Septuagint der Ursprung dieser Probleme ist. Das heißt, du haderst also im Allgemeinen auch mit dem Neuen Testament, das sich ja im Prinzip dann um Absolut, Jesus Christus dreht. absolut, ich, Okay. absolut. Also für mich gibt es nur noch das Alte Testament und wie soll ich sagen? Erst ging es mit dem Namen los, dass Jesus nicht der Name sein kann. Dann war es der blauäugige. Natürlich bin ich ja mein ganzes Leben lang mit dem blauäugigen, blonden Jesus, braunhaarigen Jesus, langhaarigen Jesus groß geworden. Und jetzt habe ich da natürlich ein ganz anderes Bild davon. Also ich bin mir ganz, ganz sicher, dass die Judäer eben die schwarzen Negersklaven sind, die amerikanischen Neger eben sind. Das ist Juda, die nach Ägypten verbracht wurden, in ein Ägypten, das sie noch nicht kennen, ja, also wieder in Gefangenschaft. 1619 sind die amerikanischen Negersklaven von der Westküste Afrikas in die Sklaverei verbracht worden, auf jüdischen, sozusagen sogenannten jüdischen Schiffen, von Reedern, von Jüdischen, von Arabern, Afrikanern verkauft, mit einer petrischen Bulle versehen und gesegnet. So wurde der Sklave. So wurden die dunkelhäutigen Hebräer aus Spanien vertrieben, aus Portugal vertrieben, runter an die Westküste gebracht, von dort wiederum nach Afrika. Das ist Juda. Das ist ein Stamm von vielen. Aber es ist unmöglich, dass irgendein anderes Volk behaupten kann oder andere Menschen behaupten können, dass sie Juda sind, wenn ganz klar ist, dass die amerikanischen Neger Juda sind. Okay, also das habe ich in der Form noch nicht gehört.
Wie gesagt, ich will jetzt auch nicht behaupten, dass ich 100% bibelfest bin. Ich bin da halt auch wirklich, sage ich mal, bei 30, 40% vielleicht. Nee, das ist ja auch okay. Das ist, da kann ich, es geht ja auch hier, ich Nee, suche ja nee. hier nach etwas, was Genau. ganz arg mich betrifft, weißt du, Ja, deswegen okay. nicht da so vehement, aber. Und wie gesagt, nach meiner Auffassung sehe ich halt schon, dass das Alte, also das Neue Testament halt doch schon dann eine großen, auch eine große Wende ja auch im Christentum gebracht hat, ja, durch die Kreuzigung halt Jesus Christus. Und natürlich auch, ja, er für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist und wir durch diese Gnade halt errettet sind, ja, weil das, ja, das, wir sehen ja, dass das. Aber der Vater braucht keinen, der ihm hilft zu erretten. Der Vater kann erretten. Der braucht keine Hilfe von niemandem. Der muss keinen Sohn opfern, um zu erretten. Na Kann im doch. Alten Testament auch schon erretten. Ja, er wollte aber letztendlich uns ja zeigen, dass er bereit war, sozusagen seinen eingeborenen Sohn ja, ans Kreuz zu liefern, sozusagen, der für unsere Sünden gestorben ist. Der also praktisch das alles wieder wettmachen kann, was bis dato passiert ist, in gewisser Weise. Das glaube ich halt, das glaube ich mittlerweile nicht mehr. Also das ist mir mittlerweile. Ich habe ja damals auch schon bei einem Song, bei Vielleicht, habe ich auch diese, wie soll ich sagen, diese Sündenvergebung so nicht annehmen können. Ich will nicht, dass jemand für meine Sünden stirbt und ich deswegen dann sündenfrei bin. Ich kann mich da selber gerade machen, weißt du, keiner muss für meine Sünden am Kreuz sterben. Aber ist das nicht, ja, ist das nicht so eine Art auch Werkgerechtigkeit dann? Also wenn du meinst, dass du aus eigener Überhaupt Kraft nicht. errettet werden kannst, also das. Nein, 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 nein. Ich bin ganz demütig in allem. Ich überhaupt nicht. Aber ich kann einfach nicht akzeptieren, jetzt mit meinem jetzigen Wissen, dass ich so lange geglaubt habe, dass der Vater nicht imstande ist, zu erretten. Ja, und dass man so eine unfassbare Sache, dass der Vater den Sohn dahin gibt, opfert. Ja, ich meine, in der katholischen Kirche ist es ja noch krasser. Wir trinken sein Blut, wir essen sein Fleisch. Gut, das haben Sie sich natürlich dann so ausinterpretiert. Das sind ja Metaphern nur gewesen, ja, Ich, letztendlich. aber in der Ja, katholischen Kirche brauche ich Ihnen nicht zu sagen, was das für eigentlich für ein Ritual ist. ja, Jetzt wissen wir natürlich. ja mehr. Also. Ja, natürlich. Aber wie gesagt, es ist natürlich aus meiner Sicht halt Also verfälscht, hier, ne? keine Frage. Ne? Aber deswegen, ich persönlich sage jetzt, und ich war der größte Jesus-Freak von allen. Jesus ist nicht, ich kann immer noch behaupten, dass ich durch Jesus zu Gott gekommen bin. Ja, keine Frage. Keine Frage. Das kann ich auch kann ich frei behaupten. Überhaupt kein Thema. Aber ich habe Jesus nie angebetet und ich habe ihn immer eher als einen von uns gesehen. Verstehst du? Einer von uns. Vielleicht kann ich dir mal ein Buch empfehlen, und zwar die Bibel von Roger Libby, absolut glaubwürdig. Also hier werden sehr gute Quellen aufgeführt, wie glaubwürdig die Bibel ist, also wie viele Prophezeiungen etc. schon auch zutreffen und eingetroffen sind und so weiter. Also es ist sehr gut wissenschaftlich Da bearbeitet. brauchst du mich ja nicht zu überzeugen. Ne? Aber das Neue Testament oder die Ja. Apokalypse und viele Dinge, Ja. die werden natürlich dann auch zu einem Skript. Das sage ich auch, das schreibe ich auch auf Telegram oft. Also die halten sich gerade an dieses Skript, das die Offenbarung bringt. Aber meinst du nicht, dass es dort zwei Richtungen gibt? Das ist einmal, wir haben ja darüber auch schon mit Wolfgang Eckert vor Jahren Sendung gemacht, also dass wir diese jüdischen Endzeitsekten haben, die dann die Prophezeiungen, einiges davon halt, dann für sich Durchbringen, nutzen wahrmachen. und wahrmachen wollen, um halt das zu beschleunigen oder selber in eine gewisse Position zu kommen. Aber letztendlich ist trotzdem, ich meine, cleverer kann ja der Satan nicht sein. Also wenn er natürlich dort so viel Täuschung und Verwirrung einbaut, dass letztendlich gar keiner mehr weiß, an was kann ich mich halten. Und ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass ich mich tatsächlich, also dass mir die Bibel sehr viel auch offenbart hat, auch gerade das Neue Testament, ja, auch an Dingen in mir, ja, ganz allgemeine Psychologie, auch Verhaltensweisen der Menschen, aber auch Erkenntnis im Allgemeinen und auch etwas, was in dir passiert. Also es ist ja nicht nur einfach so, du kannst das ja nicht lernen wie ein Beruf, sondern es muss ja etwas in dir passieren, wenn du die Verbindung zu Gott Absolut, aufbaust. Und absolut. da hat sich seitdem also sehr viel verändert bei mir. Und gerade auch durch das Neue Testament, also auch dieses Konzept, was da
dahinter steckt, bis zum Ende auch durchzuspielen. Ich hatte das eigentlich, die Frage ein bisschen später, aber ich kann sie vielleicht mal vorziehen. Du hattest ja bei, ich habe das Interview mal gesehen von Eva Herrmann mit dir, und da hattest du ja zum Beispiel auch die Offenbarung sozusagen in Frage gestellt. Ja? Die Offenbarung des Johannes, dass es nicht so kommen kann oder muss oder soll. Vielleicht kannst du da auch noch mal drauf eingehen. Ja gut, ich finde meine Offenbarungen natürlich mittlerweile im Alten Testament genauso. Also da gibt es ja auch etliche, die von jetzt, von dieser Zeit jetzt sprechen, die ich so empfinde, dass es eben jetzt ist. Und ich brauche diese ganzen Details aus der Offenbarung nicht mehr. Es ist für mich eher so, das sind alles Horrorszenarien. Und ich fühle mich viel mehr von Jesaja angesprochen. Ich fühle mich viel mehr vom Lied des Mose angesprochen, mittlerweile. Also ich sag mal, ich muss das vielleicht nochmal früher ausholen. Ich habe vielleicht 10 Jahre das Neue Testament gelesen. Ich bin 92 auf 93 auf den zweiten Petrusbrief gestoßen und habe ihn zu Ende gelesen. Direkt an Silvester war das, zwischen 10 Uhr und 2 Uhr. Und ab diesem Tag, sozusagen, lustigerweise war 92 noch das Jahr der Bibel. Und ich habe sozusagen 3 Monate vorher ist mein Vater verstorben. Meine Mutter war in der Zeit in Südafrika und hat ihn beerdigt. Und ich war alleine in Mannheim zu Hause und habe Arbeiter-Samariter-Bund, wie heißt das nochmal, wenn man nicht zum Bund geht? Zivildienst gemacht, genau. Ja. Und dann hatte ich eben an Silvester frei von 10 bis um 2, weil um 10 Uhr hatte ich den letzten zu Silvesterpartys gebracht und dann musste ich die Leute wieder abholen, sind alles Rollstuhlfahrer. Um 2 musste ich den ersten wieder abholen. Dann hatte ich eben diese Stundenzeit. Und in der Zeit habe ich zu Hause gesessen und habe in der Bibel gelesen an Silvester. Und habe den zweiten Petrusbrief gelesen bis Ende Offenbarung und war natürlich von den Socken, weil das hat mir alles noch nie jemand erzählt, obwohl ich ja katholischer Christ war, mit 21. Und von dem Tag an habe ich dann eben 10 Jahre lang das Neue Testament rauf und runter gelesen, bis ich überhaupt mal auf die Idee kam, im Alten Testament zu lesen, sozusagen. Da bin ich dann mal, ich will nicht auf die Details eingehen, aber an dem Tag, an dem ich das Lied des Mose das erste Mal gelesen habe, habe ich geflennt, Rotz und Wasser geflennt. Ja, weil ich verstanden habe, ja, dass alles, was ich vermutet habe, ich nur im Neuen Testament vorfinde, sich auf einmal eine Tür aufgemacht. Natürlich habe ich in den Psalmen, okay, die Psalmen habe ich auch vorher schon gelesen, aber ich habe gemerkt, alles, was ich vorher vermutet habe, ist ich nur im Neuen Testament vorzufinden, fand ich auf einmal auch im Alten Testament. Also nicht nur den Rachegott und den strafenden Gott, sondern eben auch den Vergebenden, auch den Errettenden. Und dann hat sich das natürlich entwickelt, dass ich genauso das Alte Testament für mich herangezogen habe, wie auch das Neue. Das ist alles eine Entwicklung. Also ich bin wirklich ich bin kein Antichrist oder irgend sowas. Es ist eine natürliche Entwicklung der Dinge, wie ich sie nun sehen muss. Okay, also klar ist, da bietest du natürlich mit dieser Position natürlich sehr viel Angriffsfläche, ja. Insofern bei vielen Christen. Ich habe ja lange auch das nicht so veröffentlicht, aber irgendwann konnte ich dem auch nicht mehr, wie soll ich sagen, man muss ja dann auch mal ehrlich sein und den Christen oder den Menschen, die sich Jesus zugewandt fühlen, auch mal sagen, dass ich das mittlerweile vielleicht ein bisschen anders sehe, sonst wäre es einfach nicht. Und egal, wie ich mich da angreifbar mache, ich kann da nicht unehrlich sein. Die Leute müssen sich von mir abwenden oder sagen, okay, ich akzeptiere ihn trotzdem noch als Bruder, ich liebe ihn, wie auch immer. Oder sie sagen, nee, das ist ein Irrlehrer und ich muss mich abwenden. Ich muss es aber den Leuten klar machen, dass ich da eben davor warne. Ich warne vor dem Jesusglauben, schlicht und einfach. Wie gesagt, ich sehe das letztendlich, also nicht so, ich sehe halt schon, dass es eine Kontinuität gibt vom Alten Testament über das Neue Testament und ich finde Jesus im Alten Testament nicht. Jesus ist von Anfang an der Seite des Herrn, des Vaters. Ja, aber kein Prophet hat jemals Jesus neben dem Vater gesehen.
kein Prophet. Nie. Noch nie wurde Jesus im Alten Testament mitbeschrieben. Nie. Aber der Christus wurde doch mit schon erwähnt im Alten Testament, dass er kommen wird, der Messias. Im Jesaja. Zum Beispiel. Ja, aber dann, wenn du dann den Jesaja weiterliest, bei 52, 12 oder was, wo das ist, 10, dass in diesen Tagen die Welt erschrocken sein wird, wenn der Gottesknecht sozusagen bekannt wird, wer das ist. Dass die ganze Welt erschrocken ist, wer es ist. Wenn es Jesus ist, sind doch wir nicht erschrocken. Wir haben doch immer damit gerechnet. Nicht mal die Moslems werden erschrocken, weil das auch ein Prophet bei den Moslems ist. Es kann nicht Jesus sein. Es steht ja sogar im Neuen Testament in der Offenbarung, dass jemand kommt. Ich glaube auch nicht mehr an einen Messias überhaupt. Ja, das glaube ich auch nicht. Aber auch im Neuen Testament in der Offenbarung steht, dass er einen anderen Namen trägt, den nur er kennt, den keiner kennt außer er. Also kann kein Jesus kommen. Es kann kein Jesus kommen. Okay, wie gesagt, also da bin ich mir jetzt in der Argumentation ja leider noch zu unsicher, weil ich wie gesagt da jetzt nicht so der Gott hat nun mal jeden seinen das Maß des Glaubens zugeteilt und ich bin da leider nicht der Typ, der jetzt so aus dem FF tausende Verse weiß, ne, wo die stehen, um die jetzt mal kontra zu bieten, weil ich weiß, dafür werde ich auch wieder Nackenschläge bekommen. Aber lass uns doch einfach mal, wenn du die Offenbarung sagst, okay, das wird so nicht stattfinden oder kann nicht so stattfinden oder ist halt problematisch. Wie siehst du denn die heutige Zeit? Also passt das nicht auch generell, aber in dieses Bild der Endzeit, die wir jetzt haben? Also es gab vielleicht schon immer große Krisen in der Menschheit, also sowas wie Weltkriege und so weiter, aber das war ja meistens, also so der Zweite Weltkrieg war ja eher mehr europäisches Gebiet und ein bisschen Afrika noch und es war ja nicht die ganze Welt involviert, aber gerade jetzt Corona ist da letzt etwas, was auf einmal die ganze Welt mit umfasst. Würdest du sagen, wir haben hier vielleicht schon endzeitlichen Charakter? Aber es ist ja trotzdem inszeniert, Michael. Es ist ja trotzdem inszeniert. Ja, natürlich. Es ist ja nichts Göttliches. Es ist ja nichts. Es ist ja alles Hokus Pokus. Ja, aber es muss ja letztendlich passieren, um diesen göttlichen Plan aufgehen zu lassen. Also Nebukadnezar. Im Moment finde ich, dass das alles noch Theater ist. Alles Erwachen, alles, wer nicht vorher schon erwacht ist, erwacht jetzt nur kontrolliert. Ja. Diese Q-Sache ist McDonald's zum Erwachen. Verstehst du? Das ist so. Ja, okay. Das ist betreutes Erwachen. Das ist einfach so. Also ich will niemanden auf die Füße treten, aber für mich ist das jetzt alles gesteuert. Okay, und dann es kann nicht gesteuert sein. Wir müssen alle denken, wow, okay, natürlich haben wir mit Corona nicht gerechnet und so, aber das ist noch alles Pipifax hier. Das ist alles Pipifax. Und es sind auch noch nicht krasse Dinge passiert hier. Das Corona-Ding macht den Leuten nur klar, es gibt Kräfte, die sind imstande, Dinge auf der ganzen Welt zu inszenieren. Und du hattest gerade Q erwähnt. Ich weiß, vor ein paar Monaten warst du da noch unsicher, ob es nun was dran ist oder nicht. Aber jetzt hast du heute gesagt, das ist McDonald's-Verschnitt sozusagen zum Aufwachen. Nein. Ich glaube schon lange, dass die Q-Sachen, weil ich das ja schon von seit Anfang verfolge. Ja. Also mir war da schon, ich habe da schon relativ früh gerafft, dass die entweder fangen die das jetzt ein wegen Pizzagate. Oder es ist sowieso schon immer geplant, wie auch immer, aber. Also, du warst immer skeptisch dem gegenüber. Auf jeden Fall. Ich hab immer gesagt, egal was mir diese Q-Bewegung oder was Q uns geben wird, ich werde misstrauisch sein bis zum Ende. Und wenn sie mir das Paradies präsentieren, ich werde sehr, sehr, sehr skeptisch bleiben. Und hat sich das in der letzten Zeit verstärkt oder ist das gleich geblieben, dein Misstrauen? Du hast gesagt, jetzt sind nochmal Punkte dazu gekommen, wo ich gesagt habe, okay, damit ist das Ding erledigt. Das ganze Q-Ding, aber du weißt ja, ich bin Flacherdler, okay. Und diese Q-Bewegung und Q selber sagt, die Erde ist eben, die haben ihn ja gefragt, die haben ja mal gefragt, ob die Erde flach ist und er hat gesagt, nein. Oder dieses Ding oder was auch immer Q ist. Und daher kann ich nur misstrauen, weil die Erde ist auf gar keinen Fall ein Globus und alles, was da sozusagen drumherum erzählt wird, ist alles Theater und Humbug.
Okay, eine weitere spannende These. Also ich habe mich mit dieser flachen Erde-Geschichte halt auch natürlich logischerweise beschäftigt. Das kam ja dann auch mal vor ein paar Jahren dann auf. Was mich immer so ein bisschen daran auch gestört hat, ist ein bisschen auch dieses Fatalistische, ja, von den flacher Erde-Verfechtern. Also dass dann alle, die das nicht begreifen oder sehen wollten, waren dann wieder Gatekeeper und Aber Verschwörungstheoretiker. das kannst du doch auch bei anderen, das kannst du ja bei allem sagen. Das ist ja jetzt kein Argument. Das würde man ja über dich und über mich in anderen Gebieten genauso sagen, dass man mit uns nicht diskutieren kann. Ja, vielleicht, aber es kommt ja auch auf die Art und Weise an. Also du, denke ich mal, führst ja, selbst wenn man unterschiedlicher Meinung ist, man kann eine sachliche Diskussion darüber führen, Ja, aber logisch. es ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, hier, der ist ein Idiot und ein Arsch oder weiß ich was Nein. auf diesem Niveau, ne? Aber wie gesagt, ich habe da bis jetzt leider, wie gesagt, ich bin dem Ganzen offen gegenüber immer noch, ja, aber ich habe bis jetzt noch keine schlagenden Argumente gehört, weil ich immer wieder ein Gegenargument dazu gefunden habe, dass das so und so, das so und so sein kann. Und dazu mag natürlich auch eine Psy-Op in dem Sinne sein, dass man, wenn man gute Argumente dafür gefunden hat, dann natürlich auch dann wieder eine Zerstreuung da reingebracht wird, dass das vielleicht entkräftet wird, ja, dass man dem nicht Glauben schenkt. Ja, aber bis jetzt habe ich, also wie soll ich, also dass man zum Beispiel Leute dort einschleust, weil gibt es dann so Videos, da zeigt man halt, dass die NASA praktisch Bilder fälscht. Ja, also ja, und das ist aber für mich kein Argument leider für eine flache Erde, weil das ist nur ein Beweis dafür, dass die NASA Bilder fälscht, mehr auch nicht, ja. Ja, nee, man Ne? muss es ja auch, man kann es ja in der freien Natur testen. Also man muss ja nicht irgendwie bei Videos gucken, sondern man kann ja selber in die Prärie gehen und kann es ja selber in Erfahrung bringen. Man muss eben nur die Krümmungsdaten sich drauf schaffen, und dann kann man das selber erkunden. Ist kein Hexenwerk. Okay. Wie gesagt, es gibt einige Dinge, sag ich mal, wirklich fraglich sind. Ich weiß, dass ich hier von meinem Standpunkt aus da drüben nach Schweden gucken kann bei wirklich gutem Wetter und das wäre mit der Krümmung nicht möglich. Aber ein Gegenargument, Refraktion ist es nicht. Refraktion macht es nicht. ein Argument dagegen wäre, was wäre, wenn die Erde einfach vielleicht Größer ist. größer ist im Durchmesser, ja, dann hast du ja auch eine andere Krümmung. Also Aber wäre die ja auch eine dreht sich nicht. Möglichkeit, ja. Die dreht sich nicht. Albert Einstein wurde nur aufs Parkett gebracht, wegen dem Michelson-Morley-Projekt, wegen dem Michelson-Morley-Experiment, ja, wie die per Lichtexperimenten, die Bewegung der Erde versucht haben festzustellen. Und alle, auch Foucault'sches Pendel, ich wusste nicht, ein Foucault'sches Pendel muss am Anfang angeschoben werden. Es ist für mich dadurch kompletter Humbug. Wenn ein Foucault'sches Pendel vorher angeschoben werden muss, dann ist es Quatsch. Ja, und also alle Versuche zu beweisen, dass die Erde sich bewegt, dreht, mit unfassbaren Geschwindigkeiten durchs Weltraum rast. Und du kannst hier aufs Meer gucken und du siehst an manchen Tagen ein spiegelglattes Meer. Ja, du siehst eine Sonne, die am Horizont untergeht und deren Licht sich über das ganze Meer zu dir emporstreckt, ragt. Und es geht ja auf einer gekrümmten Ebene nicht. Welcher Ozean will sich denn bitte krümmen? Das geht nicht. Wenn das Ding sich mit 1600 km/h am Äquator dreht, wo soll das Wasser? Das Wasser fliegt doch dann weg. Und die Gravitation ist dann genauso stark, dass sie die unfassbaren Meere dranhält und irgendeine kleine Libelle oder irgendwas kann da drüber fliegen, ohne runtergezogen zu werden. Also ich bin raus. Ich bin bei dem Globus-Ding komplett raus. Okay, ich bin zu Ich fahre lange mit dem raus. Affen ab und ich bin auch nicht auf dem Globus. Ich bin zu lange raus aus dem Thema, weil das ist wirklich schon, seit wann ist das? 5, 6, 7 Jahre oder seit wann ist dieses Ja, Thema? vier, fünf würde ich mal Ja, sagen. ich habe halt den Fokus gerade auf andere Dinge, sodass ich da ein bisschen Ja. raus bin. Und für mich ist es momentan auch kein, ja, wie soll ich das sagen, ob wir nur der Welt erklären wollen, dass die Erde flach ist oder wir hier alle verarscht werden. In dem Sinne, glaube ich, kommt man mit einer Sind flachen aber, das ist ja Erde das bei. gleiche Thema. Ja, Ist ja ja, das ja, gleiche Thema. Wir ja, ja. werden verarscht, genau, mit allem. Mit Wie allem. gesagt, deswegen kann ich mir das auch vorstellen. Also ich bin dem offen, mit guten Argumenten. Vielleicht gibt es da auch mittlerweile, ich habe das lange nicht verfolgt, bessere Argumente als zu der damaligen Zeit oder so, um mich damit Also nochmal zu. Ne? wenn Corona nicht gekommen wäre, hätte ich bestimmt schon das ein oder andere Experiment angeboten. So ein Ja. bisschen auf Show gemacht, weißt du, so ein bisschen größer mit Publikum und so, und Aktionen, vielleicht auch mal mit Red Bull was geplant und so, aber derzeit kann man das ja nicht realisieren. Ja. Aber auf jeden Fall spannend.
Wie gesagt, es ist halt, also jetzt den Leuten noch zu erklären, die Erde wäre flach, ja, das würde ja den Rahmen sowieso nochmal sprengen, ja, wenn sie Ja, lass mal, die, ne? ich mag, ich habe jetzt auch selber gesagt Flacherdler, aber die Wahrheit ist, ich glaube nicht, dass die Erde ein Globus ist. Lass es mal lieber da. Genau, die Erde Weil die ist. Leute denken immer dann Scheibe und so, das muss man alles erstmal komplett durcherklären. Die Erde ist Das ist ja. eindeutig Flohl oder Flund, ich weiß nicht genau. Ja, worauf ich nochmal hinaus wollte, Altes Testament. Nebukadnezar. Hast du ja, du kennst ja sicherlich diese tönerne Figur, die Nebukadnezar in seinem Traum dort erschienen ist. Und der Daniel hat das ja eindeutig interpretiert. Und das symbolisiert ja sozusagen die Weltreiche, also für die Leute, die da vielleicht nicht sich so auskennen. Also er hat Nebukadnezar in seinem Traum eine große Figur gesehen, die hatte einen goldenen Kopf, Brustarme waren aus Silber und der Bauch und die Hüfte aus Bronze, Beine aus Eisen und die Füße aus Tönerne Füße. tönerne Füße aus Eisen und Ton sozusagen. Und das repräsentierte sozusagen die Weltreiche. Der Kopf aus Gold war halt Babylon, also die eine Art Autokratie. Dann Brustarme aus Silber waren halt das Medo-Persische Reich, was dann eher so eine begrenzte Monarchie war. Und der Bauchhüfte aus Bronze, das repräsentierte schon Griechenland, aber Griechenland gab es ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Und das ist ja eher so eine Oligarchie gewesen. Und die Beine aus Eisen, das Römische Reich, die halt auch ja relativ lange, also mit am längsten existierten. Und die Füße aus Eisen und Ton praktisch jetzt das Zeitalter der Demokratie. Es ist eine Mischung, ich finde Eisen und Ton ist eine Mischung aus Rom und Griechenland. Okay, Also aus dem. Esa. Okay, weil eigentlich biblisch würde ich Eisen eher sehen als Herrschaft und Ton als Volk. Als Symbol für Volk. Also, dass es dadurch auch die Demokratie darstellt, in der wir sind und die jetzt ja. Ja, da hast du absolut recht. Ich denke, da, wir sind ja auch Teil des, wir, zumindest glauben wir, dass wir Teil der Prozesse sind in der Demokratie. Ob das wirklich so ist, wird Na, sich ja demnächst rausstellen. die ja jetzt gerade zu Grabe getragen wird, weil du hast ja letztendlich dann noch die Zehen als Abschnitt, diese 10 Zehen, ja, die letztendlich auch die 10 Könige Könige, repräsentieren, beziehungsweise die das Tier mit 10 Hörnern, die dem Tier dann an die Macht verhelfen. Und da sehe ich halt verblüffende ja, Übereinstimmung mit dem, was gerade auch passiert, also die komplette Entwicklung daraufhin der Globalisierung zum Beispiel, also die komplette Infrastruktur für das Abschaffen der Demokratie ist da letztendlich schon da. Also wir sprechen von Globalisierung, Global Governance. Das World Economic Forum spricht darüber. Gibt es Videos, wo man halt sagt, ihr werdet bald nichts mehr besitzen und es werden nur noch ganz wenige Staaten was zu sagen haben, sozusagen, was ja zum Beispiel ein Hinweis wäre darauf. Ja, und ja, um das nochmal zu konkretisieren, Globalisierung, Global Governance, da habe ich mir mal was von diesen Bundeszentrale für politische Aufbildung, für politische Bildung, nicht Ausbildung. Da wird Globalisierung, Global Governance dargestellt. Also Globalisierung beschreibt das Entstehen einer Welt, in der die Bedeutung nationaler Grenzen abnimmt. Also das ist ein Prozess, den wir immer die letzten Jahre beobachten können. Es entwickelt sich zunehmend ein System globalen Regierens, das die Politikwissenschaft als Global Governance bezeichnet. Also die ganzen bösen Verschwörungstheoretiker mit der Weltregierung, ja, hier steht es bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Und es entsteht internationale politische Autorität. Also Staaten erkennen an, dass Entscheidungen getroffen werden können, die selbst dann gelten, wenn sie den eigenen nationalstaatlichen Regelungen und Prioritäten widersprechen. Und Global Governance wirkt damit tief und machtvoll in nationale Gesellschaften hinein, ohne dass dies durch die nationale Regierung einfach unterbunden werden kann. Und also wie gesagt, diese Schritte haben wir ja letztendlich schon hinter uns oder die sind alle eingeleitet worden. Und die Demokratie ist gerade am Bröckeln. Wir sehen es gerade im Mutterland der Demokratie, dass dort die Wahlen, ja, aus meiner Sicht nicht zum ersten Mal manipuliert worden sind, auch nicht nur in den USA. Ich gehe von ständigem Wahlbetrug aus, ne? Ist meine Meinung. Aber wir haben halt den ja, genau. Wahlbetrug,
der die Demokratie letztendlich zerstört. Wir haben sowas wie politisch motivierte Amtsenthebung, was wir da bei Trump auch erlebt haben, diese ganzen Vorgänge. Wir haben voreingenommene Tech-Giganten, also wenn wir Facebook sehen, wenn wir Google sehen, diese YouTube sehen, diesen ganzen G Geschichte, die sozusagen jetzt bis zum Teufel komm raus hier zensiert und die Meinung, die diesem dieser dem entgegensteht, halt knallhart wegzensiert. Wir haben die Medien, die damit im Boot sitzen, die die Demokratie letztendlich beschädigen oder zerstören. Wir haben das Wiederaufkeimen von sozialistischen, kommunistischen Ideen, die ja mit eingeflochten werden in diese sogenannte neue Weltordnung und natürlich auch die Doppelmoral. Und dazu haben wir natürlich dann die Ideologien gesetzt, ja, das Aufgeben von Staatssouveränität, antichristlicher Glaube, der gestreut wird. Wir haben globalen Handel, wir haben globalen Bildungspakt, wir haben offene Grenzen und natürlich auch die Klimapolitik. Das sind ja dann die Tools, die sie nutzen, um halt das zu einer Weltregierung zu bringen. Ja, jetzt, wo wollte ich darauf hinaus? Ich wollte darauf hinaus, ja. Ich sehe halt, dass alles in dieser Zeit, dass diese, auch aus Nebukadnezar, Altes Testament, ja, weil du da, also dass diese Prophezeiung dieser Weltreiche für mich letztendlich ja in Erfüllung geht. Also, und das ist jetzt zum Beispiel nicht Neues Testament. Ja, ich kann dir da nur recht geben eigentlich. Also ich habe schon lange die Demokratie als nichts Erstrebenswertes mehr empfunden und was Gottloses. Und dass Demokratie eigentlich nur funktionieren kann, wenn alle Beteiligten sich kennen. Das ist so meine Meinung zur Demokratie. Also ich habe ihr nie vertraut. Und mir hat sie immer so vorgekommen, als würden da Leute immer mein Leben bestimmen, die eigentlich nichts dazu zu sagen haben. Aber ich habe es natürlich ganz christlich über mich ergehen lassen und habe da, ja, wie soll ich versuchen, meine Nische zu finden. Ja, aber im Großen und Ganzen ich bin kein Demokrat. Ich weiß nicht was, ich bin eher libertär, würde ich mal sagen. Wenn man dafür so einen Namen finden muss, dann bin ich das. Aber ich bin natürlich absolut getrieben davon, das zu tun, was der Vater im Himmel will, weißt du, das ist eher mein Anliegen. Und wie tolerant bist du in dieser Beziehung? Also glaubst du, dass viele Wege zu Gott führen? Also würdest du sagen, Islam, Buddhismus, alles führt irgendwie zu Gott? Oder bist du da eher der sagt, nee, ihr müsst alle das Christentum ist für dich dann in dem Moment der Weg zu Gott? Nee, also das Christentum kann es nicht sein. Das Christentum ist meiner Meinung nach nicht. Das enttäuscht mich derzeit genauso wie viele andere das Grundgesetz. Also Aber die Christenheit enttäuscht mich einfach. okay, Da geht nicht. Da ist kein Mut. Da gibt es nur ein paar. Und der Ivo Sasek ist vielleicht jemand, den ich nennen würde, wo ich sage, okay, der beeindruckt mich. Aber ansonsten kann ich kaum der andere. Jetzt fällt mir sein Name nicht ein. Der andere, der auch auf Telegram ist, Priester, Pfarrer. Toller Mann, aber die wenigsten haben geschnallt, was los ist. Und ich würde einfach von Christen erwarten, dass sie diejenigen sind, die derzeit mit Mut vorangehen. Aber wenn ich mir dann die ganzen. Mehr, aber liegt es nicht eher daran, dass dieses Christentum letztendlich, sage ich mal, entführt worden ist von den Kirchen und dort natürlich auch, ja, wie sagt man, ja, entführt worden ist, ja, und Ja, aber verändert dann worden? entführt worden, wenn du Jesus hast oder wenn du deinen Glauben hast, dann wer kann dich denn dann noch entführen? Was soll das denn? Das ist halt. Was ist es dann? Das ist doch dann nichts. Damit kann ich nicht arbeiten. Ich kann nicht mit Leuten arbeiten, die entführt worden sind. Ich kann nur mit den Leuten arbeiten, die da sind. Und es ist niemand da. Ganz wenige. Aber sie sind ja letztendlich dadurch geprägt, dass sie diese Kirchendogmen und so weiter angenommen haben und glauben, also jeder ist ja halt anders erzogen, aufgewachsen und für sie ist das halt der Weg, in dem sie groß geworden sind, also in der Kirche zum Beispiel diesen Dogmen unterlegen, weil Ist ja okay. aber sie Ich müssten mal. erwarte ja Aber auch Sie müssten nichts. mal die Bibel lesen, weil es steht ja auch, geht aus ihr, mein Volk. Ja, das sagt ja, die organisierten Religionen sollen verlassen werden, ja, weil sie alle vom
Blutwein getrunken haben, ja, von Satans Blutwein, Und das Babylons sehe ich halt Blutwein. nicht. Ich sehe das halt nicht. Ich sehe es auch nicht, keine Frage. Und ich muss auch immer ehrlich sagen, warum, wie konnte eine katholische Kirche und respektive jetzt auch mittlerweile die evangelische Kirche, die Protestanten, die ja auch komplett wieder eigentlich fast eingenommen worden Durch die sind. Ökumene sind sie alle vor der katholischen Kirche auf die Knie gegangen. Fertig. Genau, so sieht es aus, dass sie eigentlich, trotzdem sie die Bibel angeblich gelesen haben, dort nicht diese Widersprüche sehen, die sich dort auftun, ja, in diesen Kirchendogmen der katholischen Kirche zum Beispiel, ja, und auch in dem Verhalten und dem Tun, ja, was sich dort, also das wird ja immer mehr ja, in dieses Sodom und Gomorra umgeleitet, ja, auch gerade mit der Rückenstärkung des Papstes, ja. Und da hast du ja auch, wie siehst du den Vatikan in diesem ganzen Spiel? Hat er für dich eine gewichtige Rolle bei diesen ganzen Geschichten, die passieren, oder ist das eher für dich ein Nebenkampfschauplatz? Nee, natürlich innerhalb des Theaterstücks hat es natürlich eine sehr präsente, prägnante Rolle. Ja. Also da schauen wir auf die City of London und auf, wie heißt das, dieser Dingens, wo das Weiße, nicht wo das Weiße Haus ist, sondern wo in Amerika diese andere Stadt steht, Washington ja, diese DC. drei Stadtstaaten. Genau, Washington DC. Also von dem her ist es innerhalb des Theaterstücks natürlich, sind es schon große Player und auch die Jesuiten mit ihrem jetzigen schwarzen, weißen, grauen Papst und alles. Das sind natürlich ganz große Player und die haben sich das Vehikel katholische Kirche gangbar gemacht und nutzen natürlich die alten Möglichkeiten der katholischen Kirche, die auch nie Gutes im Sinn hatte, aber jetzt eben nochmal noch dreister agiert, seitdem die Jesuiten das ganze Schiff gekapert haben. Ist es natürlich noch teuflischer, als es jemals war. Meine Frage hast du aber, glaube ich, noch nicht so richtig beantwortet. Also glaubst du, dass viele Wege zu Gott führen, also auch zum Beispiel über Ah, okay. Hinduismus und so weiter? Das kann ich, da würde ich mich niemals wagen, das zu beurteilen, ne? Ja, Oder ein okay. Urteil darüber zu. Ich kann nur meinen eigenen Weg beschreiben. Meiner hat mich meiner Meinung nach dahin gebracht und jeder wird einen eigenen Weg haben. Ich würde niemals eine Blaupause raushauen, wie man jetzt dank meiner Hilfe da jetzt dieses Ding macht. Ich kann nur was vorleben, wenn Leute Bock haben, wenn Leute gefällt, wie ich mein Leben meister oder wie oder auch nicht, dann können sie es so machen oder es lassen. Also ich kann da nicht sagen, hier, die sind besser, der ist eher dran. Ich kann nur sagen, ich fühle mich geleitet, ich fühle mich auf dem richtigen Weg und das war's. Ich sehe es super sportlich. Ich sehe es absolut sportlich. Wie sieht das dann aus bei dir? Hast du Gotteserlebnisse gehabt oder bist du in Kommunikation mit Gott, dass du dir da auch so sicher bist in deiner Position? Also wie kann man sich das vorstellen? Also es gibt ja, selbst ich habe ja auch Gespräche mit Gott, sage ich mal, und bekomme aus meiner Sicht auch viele Hinweise oder Zeichen oder Ja. Gedanken, die für mich dann, sage ich mal, ja einfach ja auch spannend sind, dass auch weil man in diesem Moment einen dieser Gedanke in, oder dieser Impuls eigentlich gegeben wird, dieses oder jenes zu tun. Wie ist das da bei dir? Gibt es da auch so extreme Erlebnisse oder sagen wir mal, einschlägige Erlebnisse? Die sind sehr, sehr, sehr einschlägig und sehr prägend und haben auch viel mit meiner Musik zu tun und mit den Texten, die ich geschrieben habe, die sich dann bewahrheiten, die sich entschlüsseln viele Jahre später, die dazu geführt haben, dass mein Sohn einen bestimmten Namen hat, einen biblischen Namen. Also viele Dinge, die extrem mich beeindruckt haben über die seit 93, will ich mal sagen, wurde ich an die Hand genommen. Und ich bin einfach da, um zu bezeugen. Ich werde immer den Vater bezeugen. Immer. Immer. Okay. Ja, das heißt, die Frage nach der modernen Wissenschaft brauche ich dir gar nicht stellen. Gab es eine Frage, die ich mir die ich stellen wollte? Was hältst du von der modernen Wissenschaft aller Zufall und Urknall? Das hat sich ja dann in dem Moment auch erledigt, dass du die Globusgeschichte da, der auch nicht traust. Also in der Bibel findest du keinen Globus, nirgends. Ja. Da steht die Erde still. Es geht um eine feststehende Erde. Ja, das stimmt Ein allerdings. Firmament, das der Vater mit seinen eigenen Händen ausgeschlagen hat. Ja, dann
ist es für mich gerade ein bisschen unsicheres Terrain, weil ich mit diesen Antworten gar nicht so gerechnet habe bei dir, dass du tatsächlich so krass in diese Richtung denkst. Ich werde das auch noch mal, muss das noch mal Revue passieren lassen, auch bei mir. Sonst lass uns doch noch mal das Thema ein bisschen in eine andere Richtung bringen. Logo, Logo, du bist der Gerne. Chef. Ich bin der Chef. Oh, danke. Ja, also die dein Heul-Video ist da zum Beispiel auch rumgegangen. Ich nenne es mal jetzt, meine ich jetzt nicht abwertend, aber Nein, 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 das Video, wo du sehr emotional geworden bist und Tränen geflossen sind und so weiter, das ist ja dann auch wieder Mainstream-mäßig umgegangen. Hatte ich das so berührt, dass, weil ich das an deine eigene Vita erinnert hat, an deine eigenen Erlebnisse erinnert hat, Nee, also oder? bei mir war das ja überhaupt, das war ja ein, ich nenne das immer, das war bei mir Pädophilie zum Reinschnuppern. Ja, es war ein Segen, dass mir der Typ nur an die Glocken gefasst hat und mir seine Zunge in den Hals gesteckt hat. Und ich war noch keine 10 und so. Natürlich hat es mich aufs Mark erschüttert, und ich wusste, der kann mir auch den Hals rumdrehen, wenn jetzt irgendwas schief läuft. Also es war eine sehr intensive, krasse, prägende Stunde meines Lebens mit 7, 8 Jahren. Aber es hat natürlich überhaupt nichts zu tun mit dem, was diese Kinder, über die ich da weine oder die mir das, wo mir deren Schicksal mir da das Herz bricht, sondern ich weiß nur, ich habe deren Schicksal für eine Stunde meines Lebens einmal kurz erfassen können. Und seitdem habe ich sie im Blick und habe ich sie auf dem Herzen. Und ich weiß, dass ich dahingehend aktiv, also ich wusste, ich werde dahingehend aktiv werden. Und ich weiß, es wird mein Leben noch weiter begleiten. Und ich hoffe, dass wir da Lösungen finden können, um das zu beenden. Ja, ich sag mal, Epstein, Jimmy Savile, die Tru, wie siehst du das? Das ist nur die Spitze des Eisberges auf jeden Fall. Absolut. Was sind denn da, Absolut. was sind Die denn da? Leute werden erschrecken bis aufs Mark, wenn sie die Namen hören, die noch so fallen werden. Also du hast da, also was sind da deine Infos? Also ist da, wie ist das in Deutschland? Also wir hatten ja auch Sachsen-Sumpf, aber wahrscheinlich auch nur ja, die Spitze des Eisberges von dem, was wirklich hier passiert. Also ich kannte mich lange Zeit in anderen Ländern Europas, was das angeht, besser aus. Ich habe mir damals Brüssel ausgesucht, um meine Recherchen zu betreiben. Ich bin auch nach Brüssel gezogen. Ich habe also viele Jahre eine Wohnung in Brüssel gehabt und konnte da sehr intensiv mich. Also meine Quellen sind eigentlich hauptsächlich Obdachlose gewesen. Und ich habe da wirklich sehr, sehr viel Also du bist praktisch in schon Erfahrung bringen. wirklich In früher Erfahrung bringen können. nach Brüssel gefahren, also und hast da persönlich recherchiert als, sag ich mal, Art Privatdetektiv. Das finde ich auch spannend. Welche Zeit war das Sozusagen. ungefähr? Seit 96. 96. Seit 96 bin ich regelmäßig in Belgien gewesen, habe versucht, Dinge zu erfühlen und Dinge zu erfahren. Weil das Erste, was ich in dieser, wie soll ich sagen, was ich dahingehend erfahren habe, war tatsächlich eine Fahrt durch Charleroi aus London kommend, von meiner Familie in London, bin ich mit dem Auto hingefahren und habe dann immer natürlich mit der Landkarte damals noch einen Weg zurück versucht zu finden. Ich wollte immer eine andere Strecke fahren. Dann habe ich eben eine Charleroi gelesen auf der Karte und habe mir diese Strecke durch Belgien ausgesucht von Ostende. Und ich hatte sozusagen schon hässliche Städte gesehen in meinem Leben, aber das hatte den Vogel abgeschossen. Ich habe mir natürlich was ganz anderes vorgestellt, weil ich dachte, das ist irgendwas Königliches, weil Charleroi heißt der König. Und es war das genaue Gegenteil, und es ging noch darüber hinaus. Ich hatte so eine rote Brille an zu der Zeit, und irgendwas hat mich tief in meinem Innern so gepackt, dass ich wusste nicht, was ich daraus machen soll. Irgendwas hat mich erschüttert, richtig erschüttert. Ich habe gedacht, was ist hier? Wer lebt hier? Warum fühle ich mich so? Und ich bin dann nach einer langen Fahrt irgendwann zu Hause angekommen, und innerhalb dieser Woche, also Tage darauf, nicht viele Tage darauf, wurde diese Geschichte mit Dutroux und Charleroi und also mit dem Fall in Belgien, das wurde dann eben bekannt. Und dann habe ich das natürlich ganz genau verfolgt, weil ich mich da
ja selbst mit irgendwie reingezogen gefühlt habe und habe dann gesehen, was da in Belgien wirklich passiert ist, wo das überall hingegangen ist, wie das Volk eigentlich auf die Barrikaden gegangen ist, aber danach nicht, dass der Prozess nach Arlon verschoben wurde, nach in eine Stadt an der Grenze zu Luxemburg und so weiter. Also da wurden dann 27 Zeugen getötet. Also ich wusste, ich bin auf der richtigen Spur, wenn ich wissen möchte, wo diese ganzen verschwundenen Kinder hinkommen. Glaubst du denn, dass es dann nur einen sexuellen Hintergrund in dem Sinne gibt, also einen sexuellen Antrieb oder eine Perversion oder sind es überwiegend Rituale oder was zum Beispiel auch anderen abverlangt werden in diesem ja, geheimen Logensystem zum Beispiel und so weiter? Was meinst du, was der Antrieb dahinter ist, dass sie diese Kinder entführen und auf Ich kann das. ja aus eigener Erfahrung ganz klar trennen zwischen einem Pädophilen, der seinen Trieben folgen muss und auch dagegen nichts tun kann. Da mache ich eine ganz klare Trennung zwischen so jemandem, der sozusagen anhand seines Triebes verflucht ist, oder jemandem, der sich dafür entscheidet, um gesellschaftlich, oder das ist ja nicht mehr gesellschaftlich, innerhalb dieser Elite sozusagen die letzten Schritte zu gehen, um in eine Position zu gelangen, die man eben ohne diese Rituale niemals erlangen. Das ist alles. Also das ist eine Industrie, um Politiker und andere Mächtige einzufangen. Ja, also wir sehen es ja bei Epstein, das ist ein Honeypot auf eine Art und Weise. Und die Jesuiten haben das Spiel begonnen und das CIA hat es übernommen und das ist so alt wie die Menschheit fast, aber in der Neuzeit natürlich jetzt dazu gebraucht, um unsere Politiker und auch andere eben gefügig zu machen. Hollywood ist ja da auch ein großer Teil von. Ja, es kommt halt immer mehr ans Tageslicht, keine Frage. Dass dort Pizzagate war ja mal eine große Welle und da hatte ich eigentlich auch so die Hoffnung, dass jetzt endlich dieses Thema mal mehr in den Fokus gerät und da nachgegraben wird. Aber das verlief dann natürlich, klar, logischerweise erstmal als Verschwörungstheorie wieder verschrien. Dann kam Epstein zum zweiten Mal sozusagen. Trotzdem ist wird dieses Thema immer noch totgeschwiegen in der Form. Also ja, aber das liegt wahrscheinlich an der Weil Struktur. die Wurzeln dieses Übels so tief gehen, es wird jedes Land der Welt zerfetzen, von Portugal bis Russland, von Kanada bis Argentinien. Jedes Land wird zerfetzt. Hast du in diesem Zusammenhang auch mit Drohungen zu tun, zum Beispiel, dass da irgendwelche Leute dir Warnung aussprechen oder so und sagen, lass die Finger von diesem Thema oder sowas? Hast du sowas Noch erlebt? nie, noch nicht einmal. Außer irgendwelchen Journalisten, von denen ich weiß, dass sie dann irgendwie auch dazugehören müssen, die das vertuschen wollen. Ansonsten, außer Schlagzeilen haben sie nichts gegen mich, mit dem sie mich schlagen können. Sonst, es gibt nichts. Okay. Kannst du Drahtzieher genau benennen, ist es oder ist es gerade, kannst du es nicht machen oder kannst du irgendwie was andeuten oder weißt du da mehr vielleicht als wir? Wir sind ja auch an Also, diesen ich sag Themen mal dran. so, ich hatte das Glück mit ein paar Ermittlern und mit ein paar Menschen, die tiefer zum Beispiel in die NSU-Geschichte abgetaucht sind, das ist unser Pädophilie-Scheiß, den wir am Sack haben, den wir nicht durchblicken können, weil da 120 Jahre die Akten unter Verschluss sein werden. Aber das hat pädophile Hintergründe, das kann ich dir sagen. Okay, gehe ich Warum hat mal. Edati den Untersuchungsausschuss geleitet vom Bundestagsausschuss, der selber pädophil ist? Warum? Weil er den wahren Ursprüngen dieser Sache nie auf den Grund gehen will. Ja, es gab ja auch diesen einen Sagt Gentest, mir so. DNA-Test, ja, der Ach so, da. ja. Ja, wie gesagt, das ist natürlich Das klar, stinkt zum diese. Himmel, das stinkt zum Himmel. Es stinkt zum Himmel, keine Frage. Ja? Also ich sehe das auch eher so, dass es in diese Richtung geht, dass dort das vielleicht Zuträger waren für diese pädophilen Netzwerke in der Form. Und wie gesagt, das spricht ja eigentlich für sich, dass man diese Akten halt 120 Jahre wegsperrt und da nicht draufschauen kann oder reinschauen kann. Das ist schon wirklich, ja, das beschwört ja Verschwörungstheorien hervor, sozusagen. Ja. Ja. Ja, was glaubst du, was wird uns in den nächsten Wochen und Monaten erwarten? Weil du bist zwar jetzt ein bisschen so raus aus der Schusslinie in dem Sinne, aber was glaubst du, wird Ich auf uns kann mich zukommen? jederzeit wieder reinbringen. Wie
Wie glaubst du, wird die Entwicklung weitergehen? Werden die Menschen es schaffen, hier noch irgendwo einen Riegel vorzuschieben? Bei uns stehen dann jetzt auch die Zwangsimpfungen, sag ich mal, die indirekten Zwangsimpfungen, bezeichne ich sie mal noch, ins Haus. Also es werden Impfzentren aufgebaut, es wird sich auf eine Impfung vorbereitet, gegen gegen dieses mutmaßliche Coronavirus, wo jeglicher Beleg fehlt, in der Realität als auch wissenschaftlich. Wie siehst du die weitere Entwicklung? Was wird demnächst auf uns noch zurollen? Glaubst du, dass wir da noch was groß reißen können? Wir reißen da gar nichts. Das wird für uns gerissen werden, weil wir haben diese Scheiße nicht verbockt. Und das wird, da gibt es Leute, die müssen es lösen, meiner Meinung nach. Ich will jetzt nicht sagen, ihr lehnt euch zurück da, Q-mäßig oder so, aber ich sehe das schon ähnlich wie bei Q. Ich meine, was soll ich da sagen? Dieser ganze Wahnsinn mit Trump und den Wahlen und so, natürlich wird der Trump die Wahl gewinnen, natürlich wird der Biden in den Knast gehen, natürlich werden die alle in den Knast gehen. Ob das mit Gitmo oder was, das weiß ich nicht, ob die alle Klone haben und ob die alle da, das ist mir egal, das habe ich keine Ahnung drüber, ja. Aber dass der Trump Präsident sein wird und dass er entweder, ja, wie soll ich sagen, das mit Deutschland, das hat er ja schon gesagt, das hätte schon längst jemand vor mir regeln müssen, dieses Problem. Ja, dass die Deutschen immer noch keinen Friedensvertrag haben und so. Scheiße nochmal. Jetzt haben die natürlich auch alle kapiert, dass der Zweite Weltkrieg nie geendet hat. Die müssen ja alle schauen, dass diese Situation beendet wird. Und deswegen sage ich immer, wir sind hier wie die Schweizer und sitzen da und sagen, durch diese hohle Gasse müssen sie kommen. Sie müssen durch Deutschland. Sie müssen diese Situation aufheben. Denkst du, der Putin hat Bock, dass Deutschland vor die Hunde geht? Nein, keiner hat Bock, dass Deutschland in der Form vor die Hunde geht. Was die Merkel und Konsorten gemacht haben, diese Soros, diese Benai-Brit-Pläne da umzusetzen, da hat kein Mensch drauf Bock. Da haben nur die Bock drauf, die das da in die Wege geleitet haben. Alle anderen sind da mittlerweile weg von. Die CIA, die stirbt, das FBI stirbt, die sterben alle. Glaubst du, dass Putin nicht auch nur eine Figur in diesem ganzen Spiel ist, also dass es Dialektik auf höchstem Niveau ist, was uns da präsentiert wird? Absolut, absolut. Aber trotzdem muss man Deutschland sozusagen befrieden. Trotzdem kommt dieser Friedensvertrag. Trotzdem muss das alles passieren. Natürlich wird man danach, und das sage ich ja die ganze Zeit, natürlich wird man danach uns wieder versuchen zu ködern mit Kaugummis und Kinofilmen und was auch immer und Strumpfhosen. Ja, also man wird uns wieder mit irgendwas ködern wollen. Und ich plädiere dafür, dass wir allen den Finger zeigen und sagen: Nein, wir machen unseren Scheiß alleine. Wir brauchen niemanden. Am ehesten brauchen wir die Russen. Ja, das ist für mich wirklich ein Brudervolk. Und es würde uns wirklich gut tun, viel näher bei den Russen zu sein, als über den großen Atlantik zu schauen. Die Amis haben nichts für uns. Ich will kein Fracking-Gas, ich will nichts von denen. Die sollen nichts über den Ozean scheppern. Ja, wir kriegen alles von den Russen, was wir brauchen. Und die Russen kriegen alles von uns, was sie brauchen. Aber was kriegen wir da noch mit, was wir nicht haben wollen? Die Frage ist ja, ich weiß nicht, Was wir nicht haben wollen, nehmen wir nicht. Wer sind wir denn, dass wir ich was meine, nehmen, was wir nicht haben ich, wollen? nein, ich meine zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du hast du schon mal was von dieser kommunistischen Langzeitstrategie gehört auch? Ja? Natürlich, natürlich. Aber die geht doch dahin, wenn wir sie kennen. Die geht doch flöten, wenn wir sie kennen. Ja, viele kennen sie leider nicht, Aber die aber. Köpfe, es geht, Michael, es geht hier nur um die Opinion Leader. Es geht nicht um die Masse. Es geht nur um Opinion Leader. Das ist meine feste Überzeugung. Es geht darum, dich hinters Licht zu führen und mich und noch ein paar andere. Es geht nicht um alle. Aber das ist ja letztendlich das, wo ich persönlich sehe, dass genau das gewollt ist, dass man lieber zu diesem Putin-System neigt, der ja Dann letztendlich. scheiß auf Putin, Ne? scheiß auf Putin, scheiß auf die ganze, aber die Menschen zwischen Saarland und Sibirien oder was weiß ich, bis da hinten an Pazifik, das sind alles gute Menschen. Stelle ich auf keinen Fall eine Frage. Mir geht es aber darum, dass wir haben ja das Problem. Wir haben gerade
die Wahlen gesprochen in Amerika. Also selbst, also ich gehe davon aus, dass Trump auch gewonnen hat, ja, und dass man ihn betrogen hat, keine Frage. Die Belege sind ja erdrückend letztendlich und auch die Stimmung davor war ja auch eindeutig. Allerdings, was wir ja erleben, ist eine komplette Spaltung der Gesellschaften und auch Amerika ist gespalten. Also wenn ein Biden zum Präsident gekürt wird, wird es dort Stress geben mit den betrogenen Wählern und wenn ein Trump jetzt Präsident seine Präsidentschaft antritt, ein zweites Mal, dann wird Soros und die ganzen Ritter, von der Jesuiten sozusagen, die ja da halt dieses Spiel auch mit inszenieren, werden dann ihre Ja klar, Armeen wie Ant Jared Kushner ist sein Schwiegersohn. Ja, es ist ja ja. auch eine höchst Und damit wäre ja Amerika letztendlich geschwächt mit dieser Spaltung und der lachende Dritte wäre letztendlich China, weil es ist ja ihr feuchter Traum, dieses chinesische Modell auf die Welt zu übertragen als ihre neue Weltordnung mit halt. China sind die tönernen Füße. China ist im Untergang geweiht. China ist gar nichts. China ist am Ende. China ist nichts, das ist alles auf Pump, das ist alles Fassade, das ist alles nichts. Wir haben Städte, die sind komplett leer. Wer zahlt denn das? Das ist Wahnsinn. Das Ding ist, das kannst du die Uhr draufstellen, bis diese kommunistische Partei den Bach runtergeht. Aber meinst du nicht, Das ist alles am Ende. dass sie dadurch, dass sie auch bewusst natürlich zu einer wirtschaftlichen Macht aufgestiegen sind, dass es eigentlich auch finanziell für sie kein Problem ist, diesen Quatsch da durchzuziehen mit den leeren Städten Die und. haben keine Finanzen. Das ist alles Lug und Trug. Die sind genauso dran mit ihrem Yuan oder wie das Ding heißt, wie alle anderen. Okay. Die haben zu viel. Guck mal, das ist ja ein viel. Keiner, die Leute machen sich das nicht bewusst, was für ein Vielvölkerstaat Staat China ist. Ein Riesenland vor allem, ja. Eben. Ja. Aber kleiner, als man denkt. Und was ich eigentlich noch ausführen wollte dazu ist, die Überlegung, sage ich mal, wir haben ja spätestens seit den 90er Jahren so etwas wie eine ja, Erziehung in eine bestimmte Ideologie erlebt. Ja, also diese Klimaprozesse, die alle stattgefunden haben, sind ja nichts anderes als über diesen Rettungshoax sozusagen, den Sozialismus einzuführen, die Leute zu immer mehr zu reglementieren und ja, den freien Markt auch kaputt zu machen, etc. Also hin zum Sozialismus, Kommunismus, dieser Prozess. Aber die Strukturen, auf die immer zurückgegriffen wird, also selbst wenn Trump, er hat ja nun wahrscheinlich auch schon ein paar Situationen aufgeräumt oder ein paar Strukturen aufgeräumt, aber nicht in allen. Und gerade in Deutschland ist es ja auch so in der BRD, dass du dort halt diese kompletten Strukturen auf die sich ein Staat ja begründet, komplett durchseucht sind mit dieser Ideologie. Aber es ist doch gar kein Staat. Die BRD ist noch nichts. Abgesehen Die davon, BRD existiert nur auf dem Papier. aber es gibt diese Verwaltungsstrukturen etc., juristische Strukturen und so weiter. Und da sind aus meiner Sicht ganz, ganz, da ist diese Ideologie schon so tief verankert. Dass ich mir nicht sicher bin, ob es reicht, den Steuermann nur zu wechseln. Verstehst du? Nee, davon halte ich gar nichts. Ich hoffe, wir stürzen jetzt uns nicht ins nächste Parteiensystem oder sowas, ja, mit irgendwelchen neuen, coolen Parteien. Nein, das sehe ich überhaupt nicht. Da bin ich eher mit Dutschke, da bin ich eher für Räterepublik oder was weiß ich was. Ja. Also es muss alles irgendwie lokaler sein und nicht da keine zentrale Anlaufstelle mehr zu haben. Wie könnte das praktisch funktionieren? Also was wäre da dein Ansatz? Also was könnte man sagen? Also mein Ansatz ist das Regionale auch, dass ich sage, Leute, ihr müsst die Subsidiarität erstmal wieder in den Vordergrund stellen und euch in den Gemeinden, in euren Städten, in euren Dörfern stark machen, organisieren und Ja, Michael, aber ich glaube, da nehmen wir jetzt viele, viele Schritte vorne weg. Was jetzt passieren wird, ja. wenn die Wahrheit über uns hereinbricht, glaubst du nicht, dass uns das 10 Jahre beschäftigt und dass wir uns auch 10 Jahre Zeit lassen sollten, unsere Wunden nicht zu Wunden zu lecken, aber mal aufzuarbeiten? Wenn wir jetzt, das ist ja wie wenn ich einen Kumpel durch eine Horrorbeziehung irgendwie begleitet habe und er nach 3 Wochen nach dem Schluss ist, schon wieder bereit ist, sich ins nächste Ding zu stürzen und mir sagt, nee, die heirate ich oder sowas, ja? Wir müssen uns erstmal bewusst werden, wer sind wir überhaupt? Wo kommen wir her? Als der Zweite Weltkrieg zu Ende schien, muss man ja sagen, da wussten die Leute, wo sie hin wollten. Jetzt, nach Corona, wissen wir das auch. Ja, wir wissen auch wieder, wo wir hin wollen. Wir wollen wieder diese Freiheit, diese begrenzte Freiheit, die wir mal hatten.
Da wollen wir jetzt wieder zurück hin. Wenigstens haben wir jetzt erfahren, was es bedeutet, ohne Freiheit zu sein. Oder den Ansatz mal davon zu erfahren. Bist du wirklich Und wir überzeugt? können jetzt, Bist du wirklich ja. überzeugt, dass die meisten sich gerade unfrei in gewisser Weise fühlen? Also, Mir geht es nie um die meisten. Mir geht es nie um die ja. meisten. Mir geht es wirklich nur um ein paar Leute. Mir geht es um ein paar Leute. Und ich glaube, wir haben jetzt regional schon überall genügend Leute sitzen, die für mich so maßgeblich sind. Mir geht es nicht mehr. Ich muss nur wissen, da ist jemand. Da ist jemand, der ist aufgewacht. Für mich auf der Landkarte ist das, überstrahlt das alles. Und wenn es nur einer ist. Ja, und jetzt mittlerweile weiß ich, dass es in Deutschland viele davon gibt. Und die mussten aufwachen. Nicht alle. Wir können doch nicht erwarten, dass alle aufwachen. Da warten wir bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Es werden Leute sich verweigern dieser Wahrheit. Die werden es nicht akzeptieren. Wir werden in Parallelgesellschaft, wir werden in einer wie soll man sagen, in einer Paralleldimension irgendwie sein. Ich glaube nicht an Dimensionen, aber sowas Ähnliches wird die absoluten Verweigerer dessen geben. Letztens habe ich diesen Spruch gelesen, wo jemand gesagt hat, die Leute werden sagen, ich habe keine Maske getragen. Weißt du? Ja, es wird so sein. Ich habe keine Maske getragen. Ja. Ich hab da nicht mitgemacht. Das wird dann jeder sagen wollen. Mich hat keiner an der Nase rumgeführt. Ja, ich sag mal, ich habe es ja einmal durch schon. Ja, ich sag mal, ich habe ja die Wende der DDR mitgemacht, da war ich 14 und die ganze Aufarbeitung, das war ja natürlich dann auch schon ein Alter, in dem man das bewusst mitnimmt und das war auch irgendwie. Ja, eine coole Zeit, weil man so man war wirklich einen Moment lang vogelfrei. Ja, auf einmal brach sozusagen die Autorität weg. Es ist aber trotzdem jetzt nicht groß das Chaos ausgebrochen. Aber auf einmal konnte man Dinge sagen, die man vorher nicht sagen durfte. Und es waren Dinge möglich, die vorher nicht möglich waren. Und das war schon auch ja, ein gewisser Rausch. Und auch da haben wir das Phänomen gehabt, dass die eigentlich damals Täter waren, natürlich dann auch sich dann als Opfer gesehen haben. Ja? Letztendlich danach, beziehungsweise ein großer Fehler, der gemacht worden ist und der uns auch diese Situation meines Erachtens nach mit eingebrockt hat, ist dieses nicht konsequente Aufräumen mit diesem ganzen alten Apparat der SED und der Stasi, der sich hier praktisch in der BRD so festgesetzt hat und wieder zurückerobert hat, die Macht sozusagen in Amtsstuben und weiß ich wo, auch mittlerweile in Parlamenten, ja, seit Jahren, Landesparlamenten. Und das war, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz großer Fehler, dass man dort nicht konsequent genug gesagt hat, so, wir müssen das komplett aufarbeiten und so weiter, ja. Das. Ja, und das glaube ich immer wieder jetzt, aber du siehst, du hast es ja auf dem Schirm. Du hast es ja auf dem Schirm, dass es damals eben so war und dass man das jetzt nicht nochmal so machen kann. Also, wir haben da aus den Fehlern gelernt und ich denke, wir sind gut gerüstet. Ich sage nicht, dass wir ja jetzt irgendwie perfekt da in die Schlacht gehen und alles wissen und so, nein, überhaupt nicht. Aber ich denke, wir sind gut gerüstet für alle Eventualitäten. Und dadurch, dass wir jetzt auch so gut vernetzt sind und bereit sind, miteinander zu sprechen und auch, wie soll man sagen, unser Ruf wird nicht weiter mehr ruiniert werden können. Also wir sprechen auch immer offener und immer freier. Und daran können sich die Leute ja auch orientieren. Ja? Man kriegt ja in den anderen Medien nur dieses hölzerne Geschwafel mit, wo keine Seele drin ist und alle nur versuchen, irgendwie konform zu sein. Ja? Und das möchtest du nicht, das möchte ich nicht. Und die Leute, diese Qualität, der Individualität der Menschen, von denen wir sprechen, das wird sich durchsetzen. Da können sich Leute ein Beispiel dran nehmen. Weil das ist das, was die Politiker nicht mehr, vielleicht noch nie geschafft haben. Aber es gibt ja immer mal wieder charismatische Leute. Aber das, was wir denen jetzt voraus haben, ist, dass die Leute einfach unseren Weg ganz anders verfolgt haben und dass wir ganz anders im Herzen bei manchen Menschen sind. Und dass sie auch merken, wir riskieren alles. Ja, wir riskieren alles. Wir versuchen wirklich, uns treu zu bleiben. Und das wird sich dann wohl auch auszahlen, denke ich.
Was glaubst du, was dann, wo wird es vielleicht diesen springenden Punkt geben? Also sind das jetzt die Zwangsimpfungen, wo es sich jetzt, sage ich mal, zuspitzen wird? Weil ich sag mal, ich kenne viele, die sich nicht impfen lassen werden, aufgrund der Situation, also aufgrund des Impfstoffes und der Situation, also der Impfstoff ist halt nicht, ja, wir wissen alle, was es mit dem Impfstoff auf sich hat. Aber was meinst du, wo werden die Punkte sein, wo das vielleicht jetzt dann umkippen könnte, diese ganze Geschichte, weil es wird ja alles sozusagen auch eingestampft, was Widerstandsmöglichkeiten erstmal offiziell möglich machen, also sowas wie Demonstrationen und so weiter. Ich meine, klar, der Deutsche neigt halt dazu, gerne immer alles zu beantragen, da muss man natürlich auch nicht beantragen, aber letztendlich, sie haben ja die Hürde ganz schön hochgeschraubt, man darf sich ja dann mit gewissen Leuten nicht mehr treffen, da könnte man ja schon von der Polizei festgenommen werden oder Probleme kriegen und so weiter. Also, was glaubst du, was der Tipping Point sein wird? Ich glaube, dass wir Nutznießer sein werden der Situation, dass Donald Trump ja einen ähnlichen Kampf kämpft und dass anhand der Wahlen viele Dinge eigentlich da geklärt werden müssen. Sonst kann diese Wahl ja nicht bestätigt werden auf die eine oder andere Form. Das heißt, der Kampf, den wir so ein bisschen ohnmächtig führen, den führt ja Donald Trump mit einer ganz anderen Kraft und mit ganz anderen Möglichkeiten. Und wir werden Nutznießer dessen sein. Die Welt wird, dadurch, dass sie durch die Medien die ganze Zeit fehlgeleitet wurde, natürlich vom Hocker fallen, wenn der dann wieder Präsident wird. Und dann müssen wir halt das mal beobachten. Denn die Agenda, die der Trump hat, natürlich ist das hauptsächlich betrifft es Amerika, aber wenn Amerika sich um sich kümmert, dann wird ja wohl Deutschland sich auch um sich kümmern können und alle anderen Länder auch und dann wird auch die Demokratie, und wir werden ja dann sehen, ich meine, diese ganzen Prozesse, ich verspreche mir ja generell immer viel von diesen Gerichtsprozessen, weil ich ja selbst da auf diesem Weg schon erfolgreich war. Und ich glaube, so führt man den Menschen, wenn die ganze Welt in so einen Gerichtsprozess eingebunden ist, der uns alle was angeht, wenn jetzt Bill Gates vor so einem Tribunal sitzt oder andere Player, davon auch unseren Spezialisten hier, dann sind wir ja alle in diesen Prozess Fingernägel kaum mit eingebunden. Und dann wird uns auch vor Augen geführt werden, was man mit uns gemacht hat. Und deswegen bin ich auch so gelassen irgendwie, weil und lass mich nicht da so einfach hinterm Ofen vorlocken mit meiner Aggression. Weil ich halt sage, ja, das muss uns jetzt vor Augen geführt werden, aber so weit wird es nicht kommen. Also ich kann garantieren, dass mich niemand impfen wird. Das kann ich einfach garantieren. Ich bin ja auch schon als Masern, ich soll mich ja schon auch gegen die Masern impfen, hat ja der Jens gesagt. Ja. Ja, ich freue mich auf den Prozess mit ihm oder mit wem auch immer. Niemand impft mich oder meine Familie. Niemand, never ever. Absolut, bin Und ich. das war, mehr muss ich nicht wissen. Mehr muss ich nicht wissen. Was die planen, ist mir scheißegal. Ich weiß, hier werdet ihr nicht erfolgreich sein. Das ist alles, was mich interessiert. Ja, wie gesagt, da müssen wir natürlich aber auch in der Situation ganz, ganz sensibel sein, beziehungsweise aufmerksam sein, welche Leute dann in dieses Machtvakuum einströmen, was vielleicht dadurch entstehen wird. Das denke ich mal, ist absolut wichtig. Das Wichtigste für mich, also für mich wär klar, wenn Facebook und YouTube frei wären, dann wär das schon komplett fast durch das Thema. Ja? Aber dadurch, dass Ja. natürlich wie der Teufel zensiert und gelöscht wird, wird natürlich der Zugang zu den alternativen Medien auch erschwert. Also das sind, glaube ich, auch so klar in der heutigen Zeit Schlüsseltechnologien, die wieder zurückerobert werden müssen von der Freiheit. Ja, das wird aber auch passieren, weil die haben sich ja alle schon selber in den Knast gebracht. Also keiner von denen wird auf freiem Fuß bleiben. Keiner. Ich werde das beobachten und ich hoffe, dass du vielleicht in dem Moment recht hast. Also das. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Ja. Man weiß ja mehr oder weniger, was die auf dem Kerbholz haben. Wir haben ja jetzt mehr oder weniger schon viele Beweise gesehen, die halt noch nicht durch die Massenmedien gejagt wurden. Aber an dem Tag, wo das passiert,
die in die Hand nehmen. Na, weißt du, mir ist das einfach, mir ist das ein bisschen zu einfach, weil es immer dieses Konzept ist, guter Bulle, böser Bulle, in dem Sinne, jetzt kommt der Gute, jetzt, verstehst du, ich glaube einfach, die sind nicht so dumm, sondern, dass sie da etwas unkontrolliert hochkommen lassen. Das ist genauso mit dem Bitcoin, dass ich nicht daran glaube, dass der Bitcoin eine jetzt, ohne einen Hintergrund da zu haben, da jetzt irgendwie existieren könnte. Die Finanzelite lässt sich dort nicht eine Konkurrenz machen über eine Währung oder über ein Geld, ein digitales Geld, worüber sie keine Kontrolle letztendlich haben. Das ist auch einer der größten Punkte, mit dem ich beim Oliver Janisch überhaupt nicht übereinstimme oder mit anderen Libertären. Ich gebe gar nichts auf diese Kryptowährung. Also wie gesagt, ich habe generell nichts gegen Kryptowährung, dass es sowas gibt als Konkurrenz zu anderen Geschichten, aber grundsätzlich sollte halt Bargeld in dem Sinne, sollte halt immer die Möglichkeit der Anonymität bewahren können. Und wie gesagt, dann kann natürlich auch jeder entscheiden, ich kaufe mir ein paar Bitcoins, kaufe mir Ethereum, ich kaufe mir Pipapo. Ja, das kann natürlich jeder dann auch entscheiden. Da hätte ich überhaupt nichts dagegen. Aber gut, Bitcoin wird jetzt auch nicht die... wird auch nicht die Weltwährung werden, das wird ja dann etwas anderes Digitales kommen, garantiert. Und wer weiß, dann wird Bitcoin ja vielleicht auch verboten. Das kann man ja, das kann dann auch schnell mal illegal erklärt werden und dann haben wir das nächste Problem. Ich glaube auch nicht mehr an diese Verbote und so. Das ist alles, für mich ist das alles, das geht noch ein bisschen und dann verbietet uns gar niemand mehr was irgendwie. Das passiert, das kriege ich nicht in meinen Kopf rein, dass wir jetzt hier durch diese Zeit gehen und dass dann wieder irgendjemand dasteht und uns irgendwas verbietet. Das krieg ich nicht rauf. Was gibt dir diesen Optimismus, dass du glaubst, dass es nicht mehr lange so gehen wird? Was gibt dir diesen Optimismus? Also, mein Wissen um mein eigenes Wirken, um mein eigenes Tun, was ich persönlich selbst machen werde. Ich habe ja mein ganzes Leben gesehen, dass ich mich bewegen kann, wenn ich Dinge auf dem Schirm habe, dass ich mich so bewegen kann, dass ich immer noch Freude am Leben habe. Ja, mich hat noch nichts von all den Dingen, die ich da voraussehen konnte und so, hat mich noch nichts in meinem Leben so eingeschränkt, dass ich jetzt sogar diese Lockdowns haben mich vorteilhaft irgendwie geprägt. Ja, also auch das, da habe ich über Telegram, konnte ich diese ganzen über mit dir in Kontakt, mit den ganzen Leuten, die ich jetzt in Kontakt habe, ist da passiert. Ich habe mit meiner Mutter drei Monate kommunizieren können, wie noch nie. Also es hatte alles sein Gutes und ich gehe eigentlich gestärkt aus jeder Situation, wo mich jemand irgendwie ans Messer liefern will, gehe ich gestärkt hervor. Mhm. Und von dem her, ich weiß, dass jetzt deren Zeit ist jetzt gekommen. Und ich habe Geduld. Ich werde mir nicht die Blöße geben. Ich lasse mich nicht auf deren Niveau herunter. Aber ich bin absolut guter Dinge. Wie der Sani von Verbinde die Punkte, ich bin absolut optimistisch. Also wie gesagt, Da bin ich dann aber wieder beim Christentum, umgürtet zu sein mit der Waffenrüstung Gottes, ja, mit der Wahrheit und mit der Wahrhaftigkeit. Und das glaube ich, ist halt auch wichtig, wiederum, dass man dort, wie du da selber auch machst, einfach als Vorbild vorausgehst und angstlos sicherlich nicht jeden unnötigen Kampf annimmst, aber letztendlich trotzdem dein Ding machst und nach der Wahrheit suchst und die Punkte, die du auch für wahrhaftig und wahr hältst, mit verbreitest und den Finger in die Wunde steckst. Das ist, denke ich mal, heutzutage das absolut Wichtigste und auch authentisch einfach zu sein. Ja? Ich denke, mehr kann man auch nicht erwarten. Ich erwarte auch nicht mehr von den Menschen als das, was sie uns anbieten, wirklich. Also alles, was ich immer so an Erwartungen habe, das stelle ich an mich selber und dann überall anders wird man enttäuscht. Keine Frage. Wie gesagt, und wenn du was verändern willst, musst es eh bei dir anfangen, ja. Und du kannst einfach nur, wie ich sagte, als Vorbild vorausgehen und andere können vielleicht sich ein Beispiel nehmen oder mit dir in Kontakt kommen oder fragen oder sich Informationen holen, Informationen austauschen, sich gegenseitig zu befruchten im Geiste, sich Denkanstöße zu geben oder wie auch immer. Das passiert ja schon die letzten 10 Jahre eigentlich im Allgemeinen, dass man tatsächlich auch durch diese alternative Medienarbeit ein riesiges Netzwerk mittlerweile hat an vielen, vielen tollen Leuten, wo man wirklich mit sich austauschen kann und wenn man ein Problem hat da oder mal eine Idee dafür braucht oder weiß ich was, hat man immer jemanden, mit dem man darüber sprechen kann oder der einem helfen kann und das finde ich schon absolut klasse, was da passiert ist in den letzten 10 Jahren. Ne? Wie sieht es bei dir aus? Hast du konkrete Pläne für dich für die nächsten Wochen, Monaten? Steht was Neues Musikalisches aus? Gibt es ein neues Album, was erscheinen wird? Hast du da irgendwo was in der Pipeline?
Ja, das Album ist jetzt ist da. Ich weiß nicht, ob ich es auf die klassischen Wege rausbringe. Ich tendiere immer noch dazu, es einfach rauszuhauen da und niemanden irgendwo ins Unglück zu stürzen, Okay. Das heißt, der damit du irgendwie bist auch zu momentan tun kein, hat. du bist auch momentan kein Major oder so verpflichtet? Hast da keine Verträge am Arsch, die jetzt Ich weiß irgendwie. nicht, das Rumia mit dem letzten Album, das wäre eigentlich der zweite Teil von dem Album, aber keine Ahnung, ich weiß es nicht. Für mich ist das alles, mittlerweile ist das alles so Schall und Rauch geworden. Ja. Ich kann mit meinem vorhergehenden Beruf derzeit irgendwie gar nichts anfangen. Also, was ich dieses Jahr machen wollte, wenn es keinen Shutdown gegeben hätte, ich hätte natürlich Konzerte gehabt, aber ich wäre im Frühjahr schon Richtung Russland gefahren, nach Moskau, wäre von Moskau entweder nach St. Petersburg oder Richtung Vladivostok über die Transsibirische. Das wäre ein Teil dessen, was ich mit meiner Familie machen wollte. Und die andere größere Reise wäre nach Südafrika, durch Südafrika zu fahren. Das hätte ich dann im zweiten Teil des Jahres gemacht, jetzt um die Zeit herum. Mal schauen. Das werde ich auf jeden Fall alles. Das sind sehr wichtige Reisen für mich, auch Polarmeer und so. Das möchte ich alles wie eine Expedition so ein bisschen machen. Ja. Okay, also die plane Erde mal abchecken, ob man irgendwelche Rundungen vielleicht doch findet oder nicht. Ja. Ja, Xavier, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir für das Gespräch. Ich habe erstmal einiges nachzuholen hier und nachzuarbeiten und ich hoffe, wir bleiben auch ein bisschen in Kontakt, Sind wir ja, bleiben wir auch. dass wir So, da na mal uns logo. auch mal austauschen können. Weil, wie gesagt, auf diese Antworten war ich leider nicht so vorbereitet, die du mir zum Thema Doch Neuen egal, Testament wir können ja gegeben jederzeit wieder. hast. Ja, aber das würde ich gerne mit dir vielleicht irgendwann nochmal, wenn es im Privaten ist, einfach nochmal vielleicht vertiefen oder so. Auf jeden Okay. Fall danke ich dir recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei uns zu sein. Ich weiß, du bist da auch sehr viel angefragt von den Alternativen und ich möchte mich echt Es geht, bedanken. es hat jetzt, ja, auf einmal war es mehr, jetzt du warst eigentlich der Erste. Jetzt hat aber gestern der Daniel noch mit mir, der Daniel und der Hajo, also der Daniel Mantai von Hans-Joachim Müller. Mit dem habe ich jetzt gestern, das wird ja, glaube ich, jetzt vielleicht sogar zeitgleich auf ihrem Kanal gerade veröffentlicht. Okay. Also von dem her, ja, jetzt im Moment ist gerade wieder was los. Ich werde mit Carsten Jahn was machen, mit dem digitalen Chronisten würde ich auch wieder was machen. Ich finde es auch wichtig, dass wir so im Kontakt bleiben und uns immer wieder so updaten. Alles klar, ja, perfekt. Also ich wünsche dir auf jeden Fall für dich alles Gute, für deine Familie alles Gute, Gottes Segen und Wünsche ich dir auch. ja, wir bleiben in Kontakt. Bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Interesse an diesem Gespräch und ja, bis zum nächsten Interview. Vielleicht live hier wieder auf Twitch. Twitch gefällt uns momentan mehr. Wir sind momentan noch immer bei YouTube. Zwar nicht gesperrt, aber wir haben immer noch aktuell zwei Seidenen Faden. am seidenen Faden. Wir haben zwei Strikes und der ist noch bis zum, der erste, der eine ist noch bis zum 25. Dezember drin und der andere bis zum 5. Januar, glaube ich. Dann werden wir wieder clean und dann kann man auch mal wieder sich trauen, vielleicht das eine oder andere Video darauf zu hauen. Wenn man dann Strike bekommt, ist es nicht ganz so schlimm, aber jetzt in der Situation wäre halt der Kanal futsch. Deshalb müssen wir da uns noch ein bisschen geduldig, wir müssen geduldig sein, ja, um es mal mit Xevas Worten zu sagen. Aber wir haben, wie Kenne ich gesagt, doch. Libri, wir haben BitChute, wir haben Twitch, wir haben die live auch, wie gesagt, zur Verfügung. Da können wir halt noch senden, so wie wir lustig sind. Also deswegen abonniert uns bitte dort. Da finde ich die Abo-Quote halt relativ gering zu YouTube. Aber ich hoffe, dass da noch viel mehr auch zu anderen alternativen Kanälen auf diese Plattform wechseln, bei Libri zumindest. Die finde ich halt sehr gut und adäquat. Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall auch für eure Unterstützung des Kulturstudios. Vielen Dank, Gottes Segen an alle und vielen Dank natürlich Xeva nochmal. Zieh meinen Hut. Danke, Danke. Michael. Ciao, ciao. Ciao.